Willkommen zu Tagesschau, Nachrichten aus Deutschland und ganzer Welt. Mein Name ist Başkim Dunkurce. Coronavirus. Der Coronavirus bestimmt weiterhin unser Leben. Niemand weiß in diesem Land mehr richtig, was gerade passiert. Politiker machen komische Regeln, aber kriegen nebenbei viel Geld von Maskendeals. Wahrscheinlich wollen Politiker Coronavirus so verwirren mit diesen komischen Regeln, bis Coronavirus im Kopf bedroht ist und dann irgendwann selber verschwindet. Niemand weiß mehr genau, was man machen darf und was nicht. Zum Beispiel kann ich nicht gehen in Fitness. Guck mal, wie viel ich abgenommen habe. So sah ich aus vor 2 Jahren, wo ich richtig war im Fitness. Wir können nichts gehen in Restaurants, nichts gehen in Shisha-Bar. Aber man darf gehen in Mallorca und sich da besaufen. Wieso darf ich gehen in Spanien, aber nicht gehen in Fitness? Niemand weiß wieso. Deswegen sind wir weiterhin in Lockdown seit November. Aber so du in der Mitte haben, die Status haben und rein hier. Diese Regeln sind alle verrückt, aber trotzdem hoffen wir weiterhin, dass wir im Sommer gehen können in Kosovo. Das ist mein einziger Wunsch. Nächste Nachrichten. Der amerikanische Präsident Joe Biden ist ausgerutscht. Er wollte gehen in seine Privatjet auf dem Weg, um ein weiteres Land zu bombardieren und ist dann ausgerutscht. Hier könnt ihr sehen einen lustigen Clip, wie er runtergefallen ist. USA! USA! Als er dann oben stand, hat er so getan, als hätte er nichts wehgetan, aber wir haben hier eine geheime Aufnahme aus seinem Privatjet innen drin, wie er dann geweint hat. Hier seht ihr den Video. Weitere Nachrichten. Freunde, ein YouTube-Klassiker, wenn Jackie Chan Albaner wäre, hat 8 Millionen Klicks erreicht. Afrem und ich sagen vielen Dank, weil wir stecken wirklich sehr viel Arbeit in diese Videos. Hier seht ihr einen kleinen Ausschnitt aus diesem Video. Wir danken euch für euren Support. Nochmal. Aber die Jacke habe ich... Halt dein Fresse! Immer stark. Wie Traktor. Panzer. Nie vergessen. Sei wie Panzer. Linke Fuß! Heb die Bohrmaschine auf! Traktor denkt nicht nach. Links zurück! Zurück die Schiffschar ab! Auf Boden liegt deutscher Pass! Kung Fu lebt in allem, was wir machen, kleines Sack. Es lebt darin, wie wir auf Baustelle arbeiten, wie wir Schwarzarbeit machen und trotzdem Geld von Sozialamt nehmen. Es ist alles Kung Fu. Weitere Nachrichten. Angela Merkel hat sich entschuldigt vor Kabinett. Hier seht ihr eine kleine Clip. Das bedauere ich zutiefst. Jetzt fragen die Leute, warum hat Merkel sich entschuldigt? Weil Merkel hat vor 20 Jahren von mir und Afrem ausgeliehen Mario Kart, Super Mario Kart für Super Nintendo. Hier könnt ihr sehen den Beweisfoto, sie hat das in der Hand. Und sie hat bis heute vergessen, das zurückzugeben. Aber wir sagen Merkel, wenn du bist in Ruhestand irgendwann, können wir gerne gegeneinander spielen Super Mario Kart auf Super Nintendo. Wir fordern die heraus. Weitere Nachrichten. In September ist Kanzlerwahl in Deutschland, das heißt, es kommt bald eine neue Kanzler. Wer wird aber Kanzler, ist die Frage. Wir haben hier gefunden ein Bewerbungsvideo von einem Mann, der will werden Kanzler und sein erstes Programm wird sein, Döner in Deutschland wird überall sein, 2 R. Kadim Sandli. Seit Jahren macht sich der türkische Politiker, mehr oder weniger erfolgreich, stark für billige Dönerpreise. Ich habe in meinem Programm geschrieben, in Deutschland, wenn ich gewählt, ich mache Döner 2 €. Nur zur Info, Sandli möchte Bundeskanzler werden. Nächste Nachrichten. Freunde, wir wünschen alle, die letzte Wochenende gefeiert haben, Oster, eine frohe Oster nachträglich. Und alle Leute, die ab nächste Woche fasten, wünschen wir eine schöne Ramadan-Fastenzeit. Wir danken euch für eure Aufmerksamkeit. Und wichtig, Freunde, wir haben auch noch ein neues Format auf Facebook. Wir reagieren mit Afrem auf lustige Videos. Und jetzt geht es weiter zum Sport mit Afrem. Afrem, du bist dran. Kommst du hier? Warte. Afrem, zieh an Anzughose, nix Jogginghose. Du bist live im Fernsehen. Willkommen zur Tagesschau. Mein Name ist Afrem Dunkurce und willkommen zu der Sport. Ronaldo ist durchgedreht, Leute. Komplett durchgedreht. Er hat gegen Serbien, hat er 2-1, war das 2-1, was gegeben? 2-1 hat er gemacht und Schiedsrichter hat gesagt, das war kein Tor. Und ich schwöre dir, ich habe dieses Spiel gesehen,
Ich schwöre dir, der Ball war 5 Meter im Tor drin und Schiedsrichter hat gesagt, ich habe nichts gesehen, war drin. Deswegen hat er gesagt, war nix Tor, Ronaldo hört auf zu heulen und hier könnt ihr ein Video sehen, wie er durchdreht. Goal! What a fair! What a fair! Oh Schiedsrichter, das war ein Tor, oh Schiedsrichter! Verkauft! Scheiße, Schiedsrichter hat das Spiel verkauft! Pum, nonnen Jakoischer! Ich bin Maschine, 36 geworden. Aber hast du gesehen mein Sixpack? Brutaler Körper. Weitere Nachrichten. Liebe Leute, habt ihr dieses Video gesehen? Eine Security von Stadion hat versucht zu tricksen. Er dachte, er wäre Ronaldinho, ha? Siehst du dieses Video? Nichts normal, ha? Weitere Nachrichten. Connor gegen Başkent 3. Am 10. Juli ist ein Rematch. Und ich schwöre, Leute, letztes Mal habe ich auf Gregory getippt. Meine ganze Geld, ich bin pleite, Insolvenz. Aber dieses Mal, diese, die sich ein bisschen angespart hat durch Gartenarbeit und so, setze ich dieses Mal alles auf Başkent. Weil dieses Mal, Leute, Başkent trainiert mit Chiquiçeni. Kannst du sehen, diese Foto. So, liebe Leute, eine traurige Nachricht. 6500 Menschen sind gestorben in Katar bei Stadionbau. Deutsche Mannschaft hat gemacht eine T-Shirt mit Human Right. Aber da fragen sich viele Leute, warum spielt ihr überhaupt dieses Spiel? Warum findet diese WM in dieser Katar statt? Wenn du siehst, dass arme Leute bauen diese Stadione und wie Sklaven. Nichts normal, Leute. Deswegen sagen wir, boykottiert diese WM. Und ich und Başkent sind dafür, dass keine WM stattfindet. Jetzt gehen wir zu Markus, zu diesem Wetterfrosch. Er macht jetzt Wetter. Afrin, Markus ist in Quarantäne. Ich glaube, er hat Corona. Machst du Wetter? Ich habe noch nie Wetter gemacht. Egal, sagst du einfach irgendwas. Wir zeigen dir eine Grafik rechts bei dir. Zack, zack. Und du sagst einfach okay. Hochgebiet, Temperatur, Niederschlag, so Fachbegriff, irgendwas. Okay. Hallo, liebe Leute, willkommen zu Wetter. Markus ist in Quarantäne. Ich weiß nichts, wo er war, mit wem er Kontakt hatte. Aber mit uns nicht. Deswegen mache ich jetzt für Markus das Wetter. Hier, liebe Leute, könnt ihr sehen, wir sind jetzt im April. Und die Deutschen sagen immer, April macht, was er will. Und deswegen manchmal Schnee, manchmal Regen, Niederschlag runter, Temperatur hoch, Temperatur runter. Man weiß es nicht, weil der April macht, was er will. Das war's mit dem Wetter, liebe Leute. Und nächstes Mal wieder mit Markus.